Das muss getan werden. Bereit. Das ist natürlich gar nicht gut. Die Panzerkanone hier direkt drauf schießen. Oh, 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 oh. Hier brauchen wir neue Rekruten. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Oh Scheiße, jetzt habe ich unsere eigenen Leute in die Luft geschossen. Feldkanone bereit. Panzerabwehr hat Panzer im Visier. Jeder Schuss bereit. Die Hunde versuchen uns. Scheiße, jetzt haben wir unser Lager hier kaputt gemacht. Los. Rückzug. Zeit zu gehen, Genossen. Ich habe noch weitere Truppen verloren. Protowiki-Rekruten einsatzbereit. Personenabwehr geschossen werden geladen. Bewegt euch. Kommt da weg, kommt da weg, kommt da weg, kommt da weg. Ja, Mann. Warten Befehle. Panzerabwehr eröffnet Feuer. Sofort aufbrechen. Protowiki-Trupps sind eingetroffen. Sie haben das Feuer. Haltet die Stellung fürs Vaterland. Rekruten zur Verfügung. Na komm, blöder Panzer, du musst doch jetzt hier langsam mal kaputt gehen. Ein Schuss noch, komm. Los. Jawoll. Einer noch. Feindkontakt. Seht, wie der Rums. Map unterwegs. Hört ihr bitte auf zu schießen? Frontowiki-Trupps zur Disposition. Alter Falter. Das war alles nur nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Wir haben sie davon abgehalten. Unser schweres MG ist auch wieder da. Dieser Trupp braucht mehr Männer. So, jetzt haben wir hier nicht nur das schwere MG, sondern auch die Panzerabwehrkanone. Das ist schon mal sehr gut. Hier kommen neue Einheiten. Die brauchen wir hier. Was haben wir jetzt da? Dann kommen die beiden wieder mit hier hin. Dann haben wir hier genügend Einheiten, um das Ganze nochmal irgendwie aufzuhalten, bis dann eben die anderen Einheiten nachgerückt sind. Das hat ja gerade ziemlich gut funktioniert. Ihr helft dann noch bitte der Panzerabwehr aus. Das muss hier alles laufen, wenn es benötigt wird. So. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir hier nochmal so einen Flug. Aufklärungsflugzeuge entzündet. Und dann schauen wir mal, was wir da so haben. Ah ja. Hier in dem Haus sind viele. Machen wir den ersten Donnerschlag auf die da. Und der Mörser kommt auch direkt mit. Für den Mörserschlag hierauf. Und ihr alle kommt natürlich mit nach vorne und schützt diese Sachen hier. Ganz wichtig. Das ging sehr schnell, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir den Mörser hier auch, um das hier anzugreifen. Boah, direkt mal hier richtig weggefetzt. Unsere Befehle. Sie haben Befehle? Stoßtrupp abrücken. Schütze marschieren. Hier können wir noch ein paar Einheitentruppen aufforsten. Habe ich gar nicht mitbekommen. Der Trupp braucht eure Hilfe. Anschließen. Und den letzten können wir sogar noch in den reinpacken. Dann haben wir hier nicht noch so einen dödeligen Rekrutentrupp rumsitzen. Aufpassen, Infanterie! Mörsertrupp unterwegs. So, wir brauchen hier noch einen Zielschlag irgendwo hin, oder? Und dann noch einen drauf. Ja, genau, so ein Trupp werden weniger. Mörser hier. Machen wir da noch mal ein paar Schüsse drauf. Und schauen uns noch mal hier das Gebiet an. EL2 Aufklärungseinsatz in der Luft. Bin ich mal gespannt. Ah. Der Abschaum tut mir fast leid.
Dann können wir jetzt eigentlich vorrücken. Ich würde mal sagen, das MG legen wir hier hin. Die legen wir hier oben dran. Die auch hier an den Baum, sag ich mal. Und dann die hier vorgerückt. Und den Sniper-Schützen oder Yogi oder wie auch immer nehmen wir mit hier vorne hin. Der kann uns dann die Leute da vielleicht wegholen. Nehmen wir da hin. So, jetzt gibt's hier aber Kanonenschlag vom Feinsten. Bin ich mal gespannt. Ich werde gebraucht. Stellungswechsel. Wenn da was kommt, wird es direkt weggeholt. Jawohl, das hat gesessen. Und jetzt können wir nämlich hier schön die hier alle mit nach vorne ziehen. Da unten brauchen wir sie nicht mehr. Ihr beide hört auf zu schießen. Sehr gut. Und jetzt kommen hier wieder die Sturm- und Rekrutentrupps, die sich ja super dafür erweisen oder die gut dafür gedacht sind, einfach mal alles nach vorne zu ziehen. Da ist noch ein Rekrutentrupp. Zum Erobern, perfekt. Da ist noch eine Panzerabwehr, die nehmen wir natürlich mit. Wir rücken ab. So, Scharfschützen nehmen wir auch mit. Wir haben zwar schon eine Panzerabwehr, aber man hat lieber, glaube ich, zwei als eine, würde ich mal sagen. Und deswegen nehmen wir die noch mit. Bitte. Ihr dürft da gerne dran. Bringt die Panzerabwehr in Stellung. Warum geht das denn nicht? Bereitet diese Kanone für den Einsatz vor. Verstehe ich nicht. Geht das mit denen? Sehr mysteriös, warum das funktioniert. Gut, warum auch immer das jetzt andersrum nicht funktioniert hat, ist ja auch egal. Jetzt haben wir zwei Panzerabwehre. Panzerabwehrkanonen natürlich. Und können diese jetzt natürlich auch so positionieren. Ich weiß nämlich nicht, ob von hier was kommt. Das muss man ja dann auch abdecken. Beziehungsweise, nee, wir legen die hier so rein. Für den Fall, dass sie von hier kommen, dann setzen wir einen Trupp dahin. Jetzt haben wir hier zwei Kanonen, dann noch ein MG. Hier auf diese Position. Damit können wir das ganze Feld abdecken. Und der Rest wird jetzt erstmal hier an die Seite gezogen. Alle die, die wir jetzt nicht irgendwo hingelegt haben. Die Panzerabwehr, die ja. Die MG. Und der Scharfschütze kommt mit hierhin. Die Kartuscha nehmen wir natürlich auch mit. Unsere Grenadiere. Ach, hier steht auch noch ein Sturmtrupp. Sehr gut. Und die Grenadiere nehmen wir auch mit. Sehr gut. Dann speichern wir das Ganze auch wieder. Na, jetzt kann ich noch nicht mal mehr meinen Namen schreiben. So. Ach, darf ich nicht, ja? Alles klar. Ich darf also nicht mehrere Speicherstände mit gleichen Namen machen, um die zu überschreiben. Na gut, dann nicht. So. Jetzt also der nächste Angriff. Wir wollen hier oben dieses Gebiet erobern. Und die Verteidigungslinien damit durchbrechen. Ich weiß, das ist jetzt wieder alles etwas langwidriger, aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. So. Ich würde mal sagen, wir gehen bis hier an die Linie. Die Kartuscha legen wir dahinter. Und die beiden natürlich auch.
Oh, 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 oh. Sie haben eine MG auf uns gerichtet. Feindliche Infanterie! Sofort! So, die Mörser müssen sich jetzt mal gerade um dieses MG da oben kümmern. Konzentrierte Sperrfeuer aufs Ziel! Ach, da oben ist noch eine. Dann müssen wir uns hier doch mal gerade wieder zurückziehen. Und da ist irgendwo ein Scharfschütze. Unser Scharfschütze hat sich drum gekümmert. Ich würde mal sagen, wir schießen mal gerade. Okay. Legen wir hier nochmal einen Rekrutentrupp hin. Keinen Schritt zurück, Genossen. Dann müssen wir jetzt erstmal hier bleiben. Und die Autos, die gehen ja. Bams, da ist das erste schon kaputt. Die Feuer auf uns! Panzerabwehr hat ein Ziel. Wir werden angegriffen! Sehr gut. Einmal bitte drehen. Und das Auto jetzt auch noch kaputt machen. Jawohl! Das hat doch wieder sehr gut funktioniert. Rollt diese verdammte Panzerabwehrkanone hier weg! Erwarten Ihre Befehle! Keine Verluste. Sehr gut. Was steht denn hier noch? Noch eine MG. Oh! Die können wir natürlich mitnehmen. So, jetzt müssen wir hier hochschießen. Ja, Genosse. Mit denen Leute, wir haben das Gebiet abschießen. Und mit denen mal hier so in den Bereich knallen. Und ich würde auch sagen, wir legen da mal einen Aufklärungstrupp hin. Ach du Scheiße. Ach du Heiligen. Ich wurde entdeckt. Keine Zentimeter weichen. Los! Erwarten Befehle. Koordinaten. Scharfschütze weg, Scharfschütze weg, Scharfschütze weg. Los, los. Schön in Deckung bleiben. Rekruten brauchen wir. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Und da oben schießen wir jetzt gleich mit der Kartusche rein. Ja, Genosse. Befehle empfangen. Zumindest schon mal mit den Granaten da rein hämmern. Boah, das gibt gleich böses, böses. Rums, da voll reingesäbelt. Und da kommen noch mehr. Keine Chance für die. Das war schon mal sehr, sehr gut. Die halten natürlich da weiter rein. Dass die ja nicht unbeschadet durchkommen. Katjuscha ist gleich auch wieder einsatzfähig. Nein. Das ist zu weit, ne? Ja. Da hinten können wir mal eine Leuchtrakete hinschicken. Die Katjuscha ist gleich wieder bereit. Noch eine Sekunde. Und da kommt die nächste Salve. Hauen wir auch direkt mal einen Überflug rein. Lasst uns den Mörser da hinten aufstellen. Die haben ja gar keine Chance da hinten. Können nichts machen. Das ist alles zerstört da mittlerweile. Und jetzt haben wir nämlich das nächste Glück. Die haben da oben auf den Promenaden nichts mehr stehen. Und jetzt können nämlich unsere Granatwerfer, Mörsertruppen, wie ihr sie nennen wollt, auch da oben reinfeuern. Und ohne Probleme den Rest erledigen.